Herzlich willkommen hier beim We Love MMA Podcast zu einer ganz besonderen Episode, denn ich bin heute wieder mal nicht alleine da, sondern einmal mit meinem guten Freund Matthias Botthoff. Hallo. Und dem We Love MMA Champion im Middleweight und UFC-Debütanten bei dem kommenden UFC-Pay-Per-View, Dustin Stolzfuß. Servus zusammen. Ja, erster Fight in der UFC, beziehungsweise ja. Nach dem Sieg in der Contender Series. Wie fühlt sich das an? Also gerade fühlt es sich ziemlich alles ähnlich wie bei Contender Series. Dieselben Leute sind da, wir sind im selben Hotel. Also gerade fühlt es sich alles ziemlich bekannt an. Aber ja, und dann die Halle ist auch gleich, also wieder im Apex Center hier in Las Vegas. Ja, aber es ist schon cool. Also ich freue mich riesig drauf. Und ja, aber es ist irgendwie entspannt gerade. Hast du dich auf diesen Fight anders vorbereitet als jetzt auf deinen Kampf bei der Contender Series? Jetzt abseits von den speziellen, Fähigkeiten des Gegners, sondern allgemein Trainingscamp, alles so wie immer? Alles so wie immer. Ich habe super Kickbox-Training bei uns in Germersheim mit dem Frank Schneider, bei Frankes Fight Team für Grappling gehe ich erstens zu meinem Lutte Livre-Trainer Dominik Englert in Landau und nach Kaiserslautern zu Matrix BJJ. Und dann für mein Ring bin ich in Speyer meistens und dann für MMA-Training ab und zu, normalerweise so ein paar Wochen in der Kampfvorbereitung. Dann fahre ich nach Balingen zu Peter Sobotta. Und die Mischung gefällt mir einfach super gut. Und bis jetzt, ich bringe mich in jeder Vorbereitung mehrere Schritte nach vorne und ich fühle mich einfach, als ob ich jedes Mal so viel besser geworden bin mit dieser Mischung. Also ich bin erstmal super zufrieden damit und ich bleibe erstmal dabei. Das hört sich sehr umfangreich an vom Training, sehr zeitaufwendig. Wie viele Stunden an Training hast du da investiert jetzt die letzten Wochen? Weiß nicht. So reines Training, ohne das Ganze so hin und her und Reisen und Flügen und Autofahren, würde ich sagen 3 bis 5 Stunden pro Tag. Das 5 bis 6 Mal die Woche. Also sagen wir ganz grob, 15 bis 20 Stunden reines Training. Schon einiges, was da ja an Training gefahren wird. Und der Verlauf jetzt vom Training her, würdest du sagen, du fühlst dich in der Form deines Lebens? Hast du dich weiter steigern können, verbessern können? Oder wie sieht die Situation aktuell aus, rein körperlich gesehen? Rein körperlich würde ich sagen, ich bin für mich so durchschnittlich fit. Also nicht ganz, ganz oben, aber auch nicht, also auf keinen Fall das Schlimmste, was ich vor einem Kampf hatte. Das Ganze mit Corona und Lockdown und zweite Lockdown und alles hat alles schon ein bisschen schwieriger gemacht. Die 3 Wochen Quarantäne hat mein Training schon ein bisschen unterbrochen und dann die Nachfolgen von Corona hat mein Training auch ein bisschen angebremst für eine gute 2 Wochen danach. Aber jetzt gerade ist für mich stark, also nicht außergewöhnlich stark und fit, aber gut, ich fühle mich gut. Ja. Musstest du einen Weightcut machen? Oder, also so wie ich das sehen kann bei dir auf Instagram oder auch von deinen vorangegangenen Kämpfen, ich glaube, du bist jemand, der eigentlich immer relativ gut in Form ist und da nie so die Form richtig verliert, oder? Genau, ich bin nicht so einer, der sich zwischen den Kämpfen total gehen lässt oder so. Ich bleibe immer so um die 90 Kilo. So gerade im Urlaub oder so komme ich vielleicht auf 91,
92 vielleicht für ein paar Tage oder bis zu eine Woche. Aber normalerweise bin ich so gerade um die oder gerade knapp unter 90 Kilo. Mittelgewicht, also für alle Zuhörer, sind beim Non-Title-Fight 84,4 Kilogramm die Grenze, beim Titelkampf 83,9 Kilogramm. Für alle, die sich jetzt fragen, okay, 90 Kilo, wie weit ist es denn noch bis zum Mittelgewicht? Hast du dich eigentlich im Vorfeld, als du deinen Gegner bekommen hast, hast du dich speziell auf ihn vorbereitet? Ich hatte jetzt schon einige Gespräche mit MMA-Profis, auch mit UFC-Fightern. Der eine Teil sagt, sie bereiten sich nie speziell auf einen Gegner vor und schauen sich dauernd seine Kämpfe an. Der andere Teil sagt, ja doch, ich analysiere meinen Gegner förmlich und bereite mich eins zu eins auf ihn vor. Wie sieht das bei dir aus? Also ich passe mich schon stark an meinen Gegner an. Aber ich bin nicht so einer, der ständig die Filme schaut. Das mache ich normalerweise am Anfang meiner Vorbereitung. Ich guck sie dann an und ich versuche so ein paar Tendenzen dann rauszufischen. Und dann arbeite ich um diese Tendenzen, so also seine Stärken und Schwächen, beides dann. Und dann behalte ich das immer im Hinterkopf beim Training. Das mache ich schon. Und dann, wenn mir etwas auffällt beim Training, ah, das würde bestimmt gut funktionieren oder so, dann übe ich das ein bisschen mehr. Aber ich bin nicht so einer, der so einen richtig strikten Gameplan hat. Das mache ich auf jeden Fall. Diese Kombination mache ich auf jeden Fall gegen ihn. Ich versuche von Kampf zu Kampf sehr anpassungsfähig zu sein, dass ich sage, okay, ich kämpfe nicht einfach gleich gegen jeden, aber dann auch im Kampf selber, dass ich anpassungsfähig bleibe, indem ich nicht so auf einen spezifischen Gameplan konzentriert bin, dass ich sagen kann, vielleicht in dem Kampf hat er sich auch irgendwie an sich, an mich angepasst und dann kann es sein, dass meine Strategie jetzt doch nicht passt zu ihm. Und dann muss ich das alles loslassen und von vorne anfangen können. Ja, das ist dann auch ganz wichtig. Deswegen ein Mittelgrund finde ich am vernünftigsten. Also nicht zu viel zu planen, aber auch nicht komplett unvorbereitet und ohne Ahnung von deinem Gegner und seine Stärken und Schwächen reinzugehen. Du hattest jetzt auch mehrere Kämpfe bei Wheel of MMA, hast mehrmals verteidigt. Meinst du, man hat es als deutscher MMA-Profi oder als in Deutschland lebender MMA-Profi schwer, den Sprung in die UFC zu schaffen? Man hat es einerseits ein bisschen schwerer, weil es weniger Augen auf deutsches MMA gibt, muss man sagen. Aber einerseits wegen der alten Zahl von guten Kämpfern in Deutschland und auch weil Europa ein wachsender Markt ist für die UFC noch. Wenn man den Kopf rausstecken kann, dann wird man auch schneller gemerkt von der UFC. Das heißt, so in den USA zum Beispiel, es gibt tausende von guten Kämpfern. Du kannst in jede Großstadt gehen und es gibt sicherlich ein paar richtig gute Kämpfer dabei. In Deutschland ist das nicht so. Man kann sie so vielleicht auf zwei Händen oder so zählen, also die richtig guten, die im Ausland kämpfen, und sich an der Spitze mithalten können. Das macht es dann natürlich einfacher, wenn die Augen auf die deutsche MMA-Szene fallen, dass man dann gemerkt wird. Aber man muss erstmal die Augen auf sich ziehen. Jetzt bist du natürlich jemand, der sich gut in Deutschland auskennt und gut in den USA auskennt. Da würde mich persönlich interessieren, wie groß sind die Unterschiede der Leistung der Kampfsportler zwischen USA und Deutschland? Ich meine, viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, warum trainiert er das denn in Deutschland, wenn er doch amerikanische Wurzeln hat? USA ist doch alles besser, alles toller. Wie begründest du das, dass du jetzt ja mehr oder weniger in Deutschland trainierst und hier deine Base hast, deine Basis hast?
Ja, ich muss sagen, also erfahrungsgemäß, ich finde, was in den USA auf jeden Fall vorteilhafter ist, ist, dass man auf einen Fleck viel mehr Kämpfer hat. Zum Beispiel, wenn ich hier in Las Vegas bin und bei Syndicate oder Extreme Couture oder was auch immer trainiere, dann gibt es immer so eine Handvoll von UFC, Bellator, was auch immer Kämpfer dabei. Also richtig gute Profikämpfer. Nicht nur, ja, da ist eins in unser Team oder so. Also das ist auf jeden Fall so ganz, ganz anders als in Deutschland. In Deutschland hat man vielleicht ein oder höchstens zwei in einem Gym. Und hier, es gibt dann ein gutes Handvoll. Und dann richtig auf einen Ort dann, auf einer Fleck. Aber wenn man so Deutschland als Ganzes anschaut und das Training ein bisschen so gestaltet, wie ich das mache, so ein bisschen aufgelöster. Ich meine, ich habe in einem Umfeld, so Umkreis von 1,5 Stunden, richtig gutes Training. Richtig gutes Training. Und wenn ich dann hierher komme und bei den Top-Gyms trainiere oder so, dann ich fühle mich nie benachteiligt. Ich gucke das Training an und es ist gutes Training. Und ich rolle mit den Jungs, mache ein bisschen Sparring mit den Jungs und die sind echt gut, aber ich fühle mich nicht, als ob ich durch mein Training benachteiligt wird. Es ist nur alles ein bisschen praktischer und einfacher hier. Aber ja. Weil ich hätte immer so ein bisschen Angst, dass ich nicht ausreichend Sparringspartner hätte, dass es vielleicht doch ein Vorteil ist, wenn man so im größeren Camp ist, dass man dann einfach mehr Gegner hat, mit denen man arbeiten kann. Wie gut kannst du hier Sparring machen mit den Leuten? Auf welchem Niveau sind die teilweise? Ist das für dich ausreichend? Ja, Sparringspartner ist auf jeden Fall auch ein kleiner Nachteil. Aber ich muss sagen, wenn ich in der Vorbereitung bin, auch wenn ich eine riesige Auswahl von Trainingspartnern hätte, würde ich nur ein paar auswählen. Ah, okay. Stand. Weil man ist müde, man ist ständig überbelastet und man will nicht einfach hartes Sparring mit jedem machen. Außerdem, es gibt Leute, die so richtig gut zu deinem Gegner passen, so von Körperbau her, und Leuten, die einfach komplett anders sind. Man will dann eher so ein paar Leute, die so ähnlichen Körperbau haben. Und dann bleibt man eher dabei. Aber ja, die große Auswahl zu haben, macht es ein bisschen einfacher, so ein oder zwei passende Sparringspartner zu finden. Ja, aber ich muss sagen, in den Einzeldisziplinen bin ich sehr gut versorgt in meinem Umfeld. Ich habe super Bodenkämpfer, mit denen ich trainieren kann. Ich habe richtig gute Ringer, mit denen ich trainieren kann und Kickboxer sowieso. Es ist nur dann so die richtig gute MMA-Sparring. Das habe ich dann etwas weniger, aber damit komme ich trotzdem ziemlich gut klar. Das ist eigentlich eine ziemlich spannende Sache. Meinst du, vor allem wenn wir aus einem Blickpunkt der Entwicklung schauen, ich meine, klar, vor allem in Vegas, da ist ja, meine ich, auch das Performance Institute von der UFC. Meinst du allgemein, dass dieses Verständnis vor dem Sport, ich verstehe, warum du sagst, du trainierst lieber dort. Aber meinst du, dass allgemein Amerika weiterentwickelter ist, vor allem wenn du zum Beispiel auch das Performance Institute siehst? Also bisher war ich noch nie wirklich im Performance Institute. Ich hoffe, dass ich das diese Woche noch schaffe. Aber wenn ich so, ich habe ein Zettel mit den ganzen Angeboten da und es ist einfach so typische Profisport, so Behandlungen und so Sachen für die
Grundlage der sportlichen Fähigkeiten. So sehr, sehr sportübergreifend eigentlich. So, keine Ahnung. Diese Wasserlaufbänder und dann so Recovery-Sachen wie Chirotherapie oder Saunen oder Cupping oder was auch immer es alles gibt. Die nehmen einfach das ganze Wissen von den anderen Sportarten und ziehen das dann spezifisch auf MMA. Aber es ist nicht unbedingt was ganz Neues oder so, was sie da haben. Es ist das, was es auch in Deutschland gibt für die ganze so Spitzensportler. Aber dann einfach unter der Flagge der UFC und spezifisch für die Kämpfer, die hier in Vegas sind oder woanders sind. Ich würde dann noch mal kurz auf diesen Slam bei der Contender Series zu sprechen kommen. Die Reaktionen waren ja international phänomenal. Du hast ja auch den Vertrag bekommen bei der UFC. Hast du danach eigentlich noch mal mit Dana White gesprochen? Ich habe mit Dana nur ganz, ganz kurz gesprochen. Keine Ahnung, es war spät und ich wollte ihn nicht belästigen mit einfach so, keine Ahnung, so Fanboy, ah, ich sehe jemanden, der bekannt ist und den ich im Fernsehen gesehen habe. Ich habe nur ganz kurz mit ihm geredet, habe ihn bedankt für den Vertrag und das war es dann eigentlich. Ich hatte nichts Großartiges zu sagen, aber nur so ganz kurz. Ja, er war beeindruckt von dem Slam und hat auch meine Strategie erkannt, was viele Leute nicht gemacht haben. Viele Leute, keine Ahnung, haben gedacht, dass der Joe im Stand viel besser aussah. Aber so Dana White und ein paar anderen haben meine Strategie, das Warten und Countern mit den Low Kicks, sondern ein bisschen besser erkannt. Und dass ich dann die Fäuste dann auch auf die Guard genommen habe und nicht einfach die ganz, so jeder Schlag ins Gesicht bekommen habe. Ich weiß, das sollte man einen MMA-Fighter nicht unbedingt fragen, aber ich habe mir natürlich im Vorfeld nochmal deine Kämpfe alle angeschaut, zumindest das, was ich auf YouTube alles finden konnte. Und was sehr beeindruckend war, 5 unterschiedliche Submission-Siege. Und was mir auch aufgefallen ist, ich habe so richtig keine Schwächen bei dir erkannt. Du bist ein insgesamt sehr kompletter Kämpfer. Siehst du dich selber genauso oder sagst du, ich habe schon hier und da eher meine Stärken oder das, was ich am liebsten mache? Also ich habe auf jeden Fall Techniken und Sachen, die ein bisschen besser sind als andere Sachen. Zum Beispiel, ich kann dir sagen, dass mein linker Tritt, also so ein Tritt zum Körper mit meinem linken Bein ist viel, viel stärker als mit meinem rechten. Und dann auf dem Boden, wenn ich ein Submission bekomme, ist es hauptsächlich Chokes oder Beinhebel. Wenn ich mit anderen Leuten rolle oder so. Moore ist auch gut dabei, aber es ist meistens so Guillotine, Rear-Naked Choke oder irgendein Kopfarm-Choke. So da ist es auch ganz oft dabei. Oder dann irgendein Beinhebel. Hier Hook und Kniehebel vor allem. Also ja, es gibt schon ein paar Sachen, die bei mir in der Regel besser funktionieren, aber ich übe alles. Ich übe ganz, ganz viel Muay Thai. Das ist wahrscheinlich meine so richtige Stärke, so Grundlage im Stand. Aber dann auch Boxen. Ich übe immer noch mein Karate von damals. So Clinchen, Ringen, Arbeit vom Rücken, Arbeit von oben. Also es gibt keine Position, die ich nicht übe und wo ich mich so richtig unwohl und ja, was mir dann richtig unangenehm ist, wo ich keine Ahnung habe, was ich da nie mache.
Mit welcher Kampfsportart hast du angefangen? War das direkt MMA oder hast du irgendeine traditionelle Kampfsportart erst gemacht? Das erste wäre dann Ringen gewesen. Habe ich in der Grundschule gemacht, so 3 Jahre lang. Ah, okay. Und dann habe ich gewechselt, also von 9 bis 11 Jahre alt, glaube ich. Und dann habe ich gewechselt zu Football, was ja offiziell kein Kampfsport ist, aber wenn man Verteidigung spielt, ist es mehr oder weniger Kampfsport. Und das habe ich dann eine Weile gemacht, bis ich Knieprobleme bekommen habe. Und dann mit 15 habe ich dann mit Tang-Soo-Do angefangen. Das ist das, was Chuck Norris gemacht hat. So koreanische, also traditionelle, in Anführungsstrichen, Kampfsportart. Und dann, als ich in die Uni gegangen bin, habe ich mit BJJ, nee, erstmal Kung Fu und dann BJJ angefangen. Und dann habe ich meine Interesse ein bisschen mehr auf MMA gewechselt und dann mit Ende 19 habe ich dann mein Amateurdebüt gemacht. Und dann habe ich auch kurz nach angefangen, MMA zu trainieren, also richtig als Sport. Nicht nur die Einzeldiszipline. Aber das wäre dann in Deutschland gewesen, wo ich richtig damit angefangen habe. Ah, okay, interessant. Ja. Also wenn ich sage, dass ich ein deutscher Kämpfer bin, das meine ich auch richtig. Also ich habe 2 Amateurkämpfe in Amerika gehabt und alle anderen Amateurkämpfe und Profikämpfe bis auf Contender Series, diesen Kampf und einmal in Basel waren alle in Deutschland. Ja. Ja. Matthias, hast du noch weitere Fragen? Ja, eine persönliche Frage habe ich auch noch natürlich, die ich gerne stellen möchte. Zum einen war es natürlich eben die Frage, mit welchem Kampfsport der Dustin angefangen hat. Und was mich auch noch interessieren würde, gibt es ja so eine Art sportliches Vorbild oder diverse Vorbilder? Ich bin selber Kampfsportler, ich habe mit 10 Jahren angefangen, Kampfsport zu machen. Ich habe eigentlich nie so ein richtiges Vorbild gehabt, außer meinen Trainer, den ich halt damals dann kennengelernt habe als junger Bub. Aber jetzt mal so allgemein, gibt es besondere Kämpfer, wo du sagst, die beeindrucken mich, oder bist du da eigentlich schon eher weg von, weil jetzt bist du ja eigentlich, ja, du gehörst ja praktisch dazu. Du bist ja jetzt so ein kleiner Star, könnte man sagen. Ja, würde ich noch nicht behaupten, aber auf jeden Fall ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung genommen. Aber nee, ich war nie jemand, der so bestimmte Vorbilder hatte. Wenn ich an Vorbilder in meinem Leben denke, ich denke so an Leuten, die mir irgendeine grundlegende Eigenschaft beigebracht haben durch ihre Aktion. Das wäre so diverse Familienmitglieder wie meine Oma oder so mein Onkel oder so, die mir so, oder auch meine Mutter zum großen Teil, die mir so Fleiß und Durchhaltenvermögen und Disziplin beigebracht haben, was dann auch enorm viel mit Kampfsport zu tun haben, auch wenn sie keinen Kampfsport machen. Und dann so richtig auf die kampfsportliche Ebene war ich nie so einer, der irgendjemand ganz oben geschaut habe und gedacht habe, so will ich unbedingt sein. Ich habe eher so einzelne Aspekten angeschaut. So. Ein gutes deutsches Beispiel dafür, ich habe so Dennis Siever angeschaut und gedacht, so, ich habe nicht gedacht, ah, so will ich sein, sondern ich habe gedacht, sein Drehkick ist richtig geil, wie macht er das? Oder man sieht die Bewegung von Adesanya im Stand. Und ich denke nicht, ah, wie kann ich ein Adesanya sein? Weil das macht auch keinen Sinn meistens, weil ich habe keinen Körperbau wie Adesanya, ich habe keinen Hintergrund wie Adesanya. Ich gucke dann einfach diese Einzelaspekte. Was kann ich davon nehmen? Was kann ich auf mich übertragen? Wie kann ich das ein bisschen nachmachen, damit es mir passt? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, nicht zu sagen, ich will, keine Ahnung, so eine kleine Conor McGregor sein.
weil er Erfolg hatte, sondern zu sagen, was hat er gut gemacht und was kann ich auf mein Leben dann Ja. übertragen, auf mein Training übertragen. Und so bin ich immer vorangegangen. Ja, hat ja damals auch schon Bruce Lee gesagt. Also das trifft eigentlich den Punkt ziemlich genau. Wenn ich dich jetzt fragen würde, fällt dir spontan ein Kämpfer ein, wenn ich sage, wer ist für dich der beste Kämpfer? Würde dir spontan ein Name einfallen? Ich finde es schwer. Ja, diesen Titel weg von John Jones zu nehmen. Okay. Auch wenn ich ihn als Person nicht so toll finde und er mich nervt mit seiner ganzen Schreiberei auf Instagram und Twitter und was auch immer. Aber als Kämpfer, so, wer kommt wirklich so annähernd dran mit seiner ganzen, also das, was er alles geleistet hat? Ja, vollkommen. Kann man absolut unterstreichen. Wobei man natürlich auch immer verschiedene Generationen hat. Und auch in der Vergangenheit, glaube ich, hat man immer schon sehr gute Kämpfer gehabt. Deswegen ist es natürlich schwierig, spontan da auch immer Namen zu nennen. Aber John Jones gehört da mit Sicherheit dazu. Keine Frage, ja. Auf jeden Fall, ja. Ja, dann würde ich sagen, war's das mit der aktuellen Episode? Den Fight seht ihr alle Samstag, beziehungsweise in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem UFC Fight Pass. Du kämpfst in den Prelims, richtig? Ja, ich glaube so zweiter, dritter Kampf oder so. Ich habe es gerade auf mein Instagram gepostet. Da, sobald ich Sachen weiß, werde ich das in meinen Stories oder direkt in meinen Feed posten. Also einfach ein Auge drauf behalten und ja. Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, danke ich dir, danken wir dir für deine Zeit. Wir beide drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Ich denke allgemein, dass jeder MMA-Fan aus Deutschland da zuschauen sollte und auch die Daumen drücken wird. Und ich würde sagen, das Schlusswort gehört dir. Ich habe eigentlich nichts zu sagen, außer danke für das schöne Gespräch und ich versuche, Deutschland so gut wie möglich zu vertreten dieses Wochenende. Ciao, ciao. Ciao.